Spass haben und dabei noch verschiedene Kulturen zusammenbringen, das ist das Ziel des sogenannten Pump Truck. Er ist ein Treffpunkt für die Quartierbevölkerung und Asylsuchende, die im alten Busdepot Deutweg wohnen. Jung und alt oder eben Schweizer und Asylsuchende sind vom Projekt begeistert. Gut, und ich Velo fahren und Velo ist schon gut. Sehr hallo und bitte kann ich dir. Das ist sehr schön und sie danke Ihnen, wegen Kinder. Ja. Ist viel Spaß, macht Kinder viel Spaß. Also ist noch cool zum Fahren. Der Pump Track ist von den Kinder- und Jugendbeauftragten, dem Sportamt und der Sozialberatung Asyl realisiert worden. Unterstützt wird das Projekt auch vom Winterthurer Sozialdepartement. Sport ist grundsätzlich, glaube ich, etwas sehr verbindend. Hat eine sehr hohe integrative Wirkung. Das haben wir auch im Vereinssport gesehen, dass man sehr viel für die Integration übernimmt. Und Sportmöglichkeiten, gerade junge Menschen, die sind, egal welcher Herkunft, immer bewegungsfreudig. Das ist auch gesund, das ist auch gut. Und wenn man da die Möglichkeit hat, dass wir Anlagen haben, dass wir auf der anderen Seite so eine Halle haben und dass das gerade in dieser Nähe ist, wo es asylsuchende Flüchtlinge hat, passt das ideal. Und da hat es verschiedene Leute, die dazu beigetragen haben. Das freut mich sehr. Noch bis Mitte Dezember ist der mobile Pumptruck im Busdepot Deutweg.